Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Im letzten Part habe ich leider keine Ahnung, was wir zuletzt gemacht haben. Es ist, ich glaube, 3 Wochen her, als ich das letzte Mal Fable gespielt habe. Wir schauen einfach mal, was wir zuletzt gemacht haben. Und damit ihr einfach jetzt ein bisschen mehr von Fable habt, werde ich jetzt die Parts ein bisschen kürzer halten, dafür aber jetzt 45 bis 60 Minuten am Stück aufnehmen. Ich denke mal, ich werde die Parts so bei 15 Minuten halten. Ich habe ja jetzt auch besseres Internet, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ich glaube, ich habe da auch noch kein Infovideo zugemacht oder so. Und ich glaube, ich werde jetzt bald mal, zwei Folgen, also zwei Videos an einem Tag rausbringen. Deswegen bin ich gerade fleißig am aufnehmen. Ich habe vorhin 3 Folgen Yoshi's Island aufgenommen. Jetzt kommen nochmal 3 Folgen Fable und ich glaube, dann habe ich erstmal ausgesorgt. 10 Folgen Gothic habe ich noch oder so. Und ich muss halt ein bisschen im Voraus aufnehmen, damit Lernen für die Schule alles noch passt. So, und wir haben momentan eine Nebenquest offen, hier in Nothol Glade, das Lösegeldopfer. Ich würde sagen, wir gehen da mal sofort hin und schauen, was uns dort erwartet. So, und es tut einfach gut, mal wieder eine Runde Fable zu spielen. Ich werde mich bestimmt oft verplappern, weil es schon fast 21 Uhr ist, aber das macht gar nichts. So, mal schauen, was wir jetzt machen müssen. So, ah, dieses geile Schwert. Schaut es euch an. Diese Monsterklinge. Ach, ey, Fable ist schon geil. Und ich glaube, sobald ich Fable The Lost Chapters durchgespielt habe, kommt auch dann Fable 2. Das habe ich hier für die Xbox 360 rumliegen und ich habe da richtig Bock drauf. Also Fable 2 ist nicht schlecht, aber Fable 1 ist doch besser. Und das Spiel geht noch eine Weile und es ist auch so, die Grafik ist auch schon echt geil. Also wir sind hübsch. Du bist ungefähr, ja so, knapp 25, 30 und wir sind, ich glaube, Ende 60. Das ist echt schon schön anzuschauen, das Let's Play. So, was geht jetzt hier ab? Hallo? Ja, wir sind da. Oh, endlich! Ein Held! Mein jüngster Sohn. Er wurde von Räubern entführt. Ich hatte ihm verboten, im Wald zu spielen. Wenn ich kein Lösegeld zahle, schicken sie mir seinen Kopf. Oh, warum passiert sowas immer mir? Warum? Diese dreckigen Wilden halten ihn in einer Höhle in Witchwood gefangen. Ihr müsst ihn retten. Hier ist das Lösegeld. Wenn ihr sie töten könnt, ist es euer. Meinem Sohn darf nichts geschehen. Ich muss mich hinlegen. Das ist alles viel zu viel für mich. Hey, ihr da. Ihr wollt also meinen kleinen Bruder befreien. Hervorragend. Toll. Wisst ihr, mein Vater ist alt und dumm. Könnt ihr glauben, dass er das Göhr zum nächsten Häuptling machen will? Das dürfen wir nicht zulassen. Es wäre das Ende dieser Stadt. Wollt ihr richtig Gold verdienen? Dann bringt mir den Jungen. Ich werde auf dem einsamen Weg auf der anderen Seite der Dämonentür warten. Was bist du denn für eine Sau? Alter Schwede! Natürlich werden wir den Sohn befreien und, den Typen lassen wir mal links liegen, aber sowas von. So, auf der anderen Seite der Dämonentür. Wir folgen jetzt einfach mal dem Pfeil. Und, ja, also auf jeden Fall werden wir uns nicht mit diesem komischen Typen da, einlassen. Ja, wir sind Säbelschwinger. Den Titel habe ich, glaube ich, schon immer. Also, ich habe noch nie einen anderen Titel genommen. Immer Säbelschwinger. Ich finde, der passt so schön. Vor allem, weil ich ja Fable immer so gerne als Schwertkämpfer spiele. Man kann in Fable alles spielen, weil man so viele Erfahrungspunkte bekommt. Aber ich spiele halt sehr gerne hier den Säbelschwinger, weil es einfach sehr viel Spaß macht, das Kampfsystem. Das haben sie sehr schön gemacht in Fable. So, dann schauen wir jetzt mal. Hier sind ein paar Gegner. Das ist kein Problem für uns. Ein paar Belverine. So, nehmen wir den Schutzzauber. Und passen auf, dass den Händlern nichts passiert. Zack, weg sind sie. Sehr schön. So, holen wir mal den Bogen raus. Wow, 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 sogar mit Golem.
Boah, Alter. Da kommen wir eine Sekunde zu spät. Da ist gerade dieser blöde Troll kaputt und trotzdem stirbt der arme Händler. Aber es ist schwierig, die immer am Leben zu halten. Ich versuche es immer. Aber die meisten spawnen ja sowieso neu. Also von daher ist das ja alles halb so wild. So, da ist, hat er wieder einen getötet. Aber dich enthaupte ich jetzt erstmal, Kollege. Oh, ja, wenn ich getroffen hätte. Jetzt hat er uns wahrscheinlich bemerkt. Ja, okay, dann töten wir ihn so. Sehr schön. So, Erfahrungspunkte und ein bisschen Geld. So, dann bin ich mal gespannt, wo sich die Banditen aufhalten. Bestimmt nicht am Avos-Tempel. Also, ich glaube nicht, dass diese Mönche, die da immer beten, das zulassen würden. Alter, was geht denn hier ab? Insektenparty. Wie in der allerersten Quest. Also, einer der ersten Quests im, in der Heldengilde, als wir die Käfer besiegen mussten. Mana-Tränke haben die dabei. Sehr schön. So, Witchwood-Steine. Hier könnten sie sich vielleicht aufhalten, aber ich glaube noch nicht. Mal schauen. Oh, weg mit dir. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger mit Schutz zu spielen, denn dieser Ton, der nervt ja auch ein bisschen, dieses Rauschen da. Aber wartet mal, warum... Witchwood-Höhlen. Also ich möchte da nicht unbedingt hin, weil das ist doch... Das ist doch wirklich da bei dem Typen da, der meinte, da, oha. Oh oh. Ihr Helden müsst immer und überall die Nase reinstecken, oder? Solange ihr das Gold habt, ist es dem Boss egal. Geht rein. Kommt nicht auf dumme Gedanken. Wir werden hier warten. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich werde das Geld zahlen und hoffentlich bleibt dann alles ruhig. Also ich will nicht, dass dem Typen was passiert. War doch klar, dass der Bürgermeister einen blöden Helden anheuert. Ihr solltet das Gold lieber bei euch haben. Eine eurer blöden Heldentaten und der Junge ist Geschichte. Ja, Lösegeld geben. Sehr verbunden, Sir. Und jetzt nehmt das blöde Kind und haut ab. So, jetzt lasst uns bloß in Ruhe. Oh, das Licht tut meinen Augen weh. Ich verpasse doch nichts, oder? Nein, nein, Kleiner. Alles gut. So, da sind Belverine. Die müssen ganz schnell weg. Oh, dieser Ort sieht aufregend aus. Aufregend? Junge, sei froh, wenn du das Ganze hier überlebst. Sofort zum Junge, ist klar. Haben sie schön gemacht. So, komm weiter, Kleiner. Irgendwas will mich umbringen, das ist der tollste Tag überhaupt. Leute, wie geil war das denn bitte? Och, ich hatte gehofft, diese geheimnisvollen Steine zu sehen. Die möchtest du sehen? Ja, komm, dann gehen wir da mal zusammen hin. Wenn du die unbedingt sehen möchtest, komm mit, Kleiner. Hier sind sie, bitteschön. Sind diese Steine nicht einfach toll? Schade, dass sie nicht viel tun. Tja. Da hast du wohl recht. Alter, wie diese Wespen das sofort zu dem Kleinen gehen. Stopp. So, die kleinen Belverine halten aber ganz schön viel aus, ne? Muss man einfach mal sagen. Zack. Bam. Kein Problem. Alles klein schnetzeln. So, ich denke mal, dass wir die Mission auch anders hätten lösen können, aber vielleicht wäre der Junge dann ums Leben gekommen, wer weiß. Ach du Scheiße.
Nein, 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 nein! Dieser weiße Belvrin hält so viel aus. Ah, irgendwas will mich umbringen. Das ist der tollste Tag überhaupt. Ja, ja, jubel du mal. So, der Junge hat bis jetzt kaum Schaden genommen. So, komm, wir machen mal mehrfach Pfeil. Da ist er. Und... Komm weiter. Mann, 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 Mann. Das geht ganz schön ab hier, auch wenn es nur kleine Wespen sind. Da sind auf einmal immer 50 Stück auf einem Haufen. Och, du Scheiße. Viele Dinge finden, die uns töten wollen. Boah, der Junge soll bloß wegbleiben. So, solange wir Schaden bekommen, ist das kein Problem. So, komm, jetzt geht er aber kaputt, bevor er den nächsten Schlag setzt. Okay, doch nicht. Sehr gut. Zack. Kaputt ist er. Also, das ist eine ganz schön schwere Quest. Ne? Stellt euch mal vor, wir wären nicht so stark, wie wir es jetzt sind. So, wie seht ihr das Mistvieh mal an? Hallo? Danke. So, Junge kommt mit. Sehr gut. Oh, ne. Ach, du Scheiße. Das reicht. Das reicht! Boah, jetzt geht's aber hier ab. Ah, irgendwas will mich umbringen. Das ist der tollste Tag überhaupt. Geh weg, Junge, geh weg! Oh, das Gott. Ist kein Spaß mehr. Stopp! Das reicht! Das reicht! Ich hoffe, wir kriegen den jetzt platt. Ich hoffe, wir kriegen den jetzt. Jawohl, sehr gut. So, Junge, komm, wir heilen dich mal. So, bitteschön. Mann, Mann, Mann. Das ist eine ganz schön schwierige Quest. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die hier Probleme hatten. Und schon wieder so ein... Okay, gut. Zack, zack, zack. Komm schon, komm schon. So, ich glaube jetzt kommt das letzte bisschen. Jawohl. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Junge, komm, gleich bist du zu Hause. Mann, Mann, Mann. Aber sehr schöne Mission zu Beginn. Macht mir sehr viel Spaß. Na los, wir sind schon fast zu Hause. Ja, das sind wir. So, ich hoffe, du hattest Spaß. Also, wer sich darüber freut, fast zu sterben, der hat, glaube ich, auf jeden Fall Spaß. Der kann gar nicht schlecht drauf sein. Fast schon zu Hause. Meine Freunde werden echt neidisch sein. Oh, falsche Taste. Ja, das glaube ich dir. So, wir könnten jetzt entscheiden. Entweder gehen wir jetzt zum Bruder. Oder wir gehen... Vater sagt, da unten sei ein Dämon, der Türen verkauft. Ich glaube wenigstens, dass er das gesagt hat. Aha. Seid jetzt vorsichtig. So, einfach weiter. So, wir können hier sogar ein Haus kaufen. Ich würde sagen, das machen wir sogar einfach, damit wir hier umsonst schlafen können. Wir haben es fast geschafft. Ja, hier, bitteschön. Willkommen zu Hause. Oh, mein Junge, dir geht es gut. Ich war so besorgt.
Es war toll, Vater. Ich war in dieser Höhle und da waren diese Räuber mit großen Schwertern und... Ja, hör auf, das klingt schrecklich. Ich lasse dich nie mehr aus den Augen. Oh, Vater, nie darf ich Spaß haben. Darf ich wenigstens einen zahmen Balverin haben? Bitte. Ein Balverin? Avo, hilf uns, darüber reden wir später. Unsere Stadt dankt euch nochmals. Ich hoffe nur, wir können auf eure Dienste jetzt verzichten. Es zerrt zu sehr an meinen Nerven. Ich hoffe, ihr kommt jeden Tag und tötet Räuber. So, die Pläne des anderen Häuptlings... Was? Ja. Was? Mein Sohn tat was? So, jetzt haben wir ihm das erzählt, was uns der eine Typ da gesagt hat. Okay, das war's. Kurzer Dialog. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie Action oder so. So, wir kaufen uns hier erstmal dieses Haus. 9000, ja, ihr Haus vermieten. Ja, komm. Und verschönern. Gefällt euch hier einigermaßen? Ich finde das sehr schön hier. So, das Haus haben wir jetzt vermietet. Und wir können uns hier immer Geld abholen. So. Dann gehe ich jetzt mal zur, zu dem Typen hier. Irgendwo hat noch einer hier eine Mission. Ach, das ist der Bogenschütze, ne? Aber was ist denn das da für ein grüner Punkt? Ist das der Sohn? Nee, das ist... Nur die härtesten Krieger dürfen diesem Faustkampfclub beitreten. Und zu denen gehört ihr nicht. Triumphiert in den Clubs von Bowerstone, Oakvale und bei den Räubern, dann sehen wir mal.